Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Real Talk Video. Ich habe mir gar nicht so genau ein Skript überlegt, was ich so sagen möchte, aber irgendwie war das ein Thema, was mir so ein bisschen auf der Seele lag. Und zwar das Thema Selbstliebe, und zwar Selbstliebe als Single. Weil das finde ich tatsächlich nochmal ein Stück was anderes, inwiefern, darauf gehe ich aber auch gleich ein. Also erstmal Selbstliebe ist sowas essentiell Wichtiges. Etwas, also für uns selbst, aber auch für die Beziehung zu anderen Menschen, zu unseren Kindern, zu unserem Partner. Weil umso mehr wir uns selbst lieben, umso mehr Liebe können wir einfach auch nach außen geben. Und natürlich auch als Vorbildfunktion für unsere Kinder. Wenn wir uns selbst lieben, wenn wir uns selbst mit all unseren Schwächen, äußerlichen Makeln annehmen können und das auch so vorleben, dann können das auch unsere Kinder, weil diese Vorbildfunktion einfach eines der wichtigsten Punkte ist, um seine Kinder auf einen guten Weg zu bringen. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann war mein Selbstliebeweg der folgende. Als Kind, als Jugendliche war Selbstliebe natürlich kein Thema für mich, ich habe mich damit null auseinandergesetzt. Wenn ich das jetzt aber mal so reflektiere, habe ich mich nicht selbst geliebt, ich habe mich selbst nicht angenommen. Ich wusste ja nicht mal, wer ich bin oder wer ich sein wollte. Ich habe mir dann irgendwelche anderen Mädels in der Schule als Vorbild genommen und da mal ein bisschen rumprobiert, dann wollte ich mich mal wieder komplett abheben. Dann habe ich so das komplette Gegenteil von allen anderen gemacht. Ich war mal mehr bei mir, mal weniger. Und dann habe ich mein Abitur gemacht, dann bin ich studieren gegangen. In dieser Zeit habe ich mich selber schon ein bisschen mehr besser kennenlernen können. Aber Selbstliebe war immer noch ein steiniges Pflaster. Also zu der Zeit war ich auch unglaublich schlank. Und ich habe mich immer als dick empfunden, immer auch dicker als die anderen empfunden. Obwohl ich ja auch aussah wie alle anderen auch, ne? Aber diese Fremdwahrnehmung war einfach eine ganz, ganz andere. Und meine mangelnde Selbstliebe hat sich auch in meinen nicht vorhandenen oder sehr schlechten Beziehungen wiedergespiegelt. Also entweder habe ich mich so in meiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit in Jungs, Männer verguckt, die schon eine Freundin hatten oder halt so null interessiert waren, also so drei Ligen über mir einfach gespielt haben. Oder wenn ich dann Beziehungen hatte, dann habe ich die meistens dann abgebrochen, weil wenn du dir selbst die Liebe nicht schenken kannst, wie kannst du dann Liebe von anderen Menschen annehmen? Rückblickend war das so mein Problem oder bin einfach Beziehungen mit Männern eingegangen, die mir einfach nicht gut taten, wo die Beziehungen dann halt einfach auch nicht lange gehalten haben. Und dann bin ich in meine Beziehung, in meine Ehe gekommen. Und da bin ich dann auch zweimal Mutter geworden. Und dieses Mutterwerden war auch nochmal ein ganz, ganz krasser Einschnitt, weil sich da natürlich körperlich ganz, ganz viel verändert hat, aber auch im Leben viel verändert hat, weil man seine eigenen Bedürfnisse gerade in den ersten Monaten so extrem zurückgestellt hat, dass dafür Selbstliebe einfach überhaupt gar kein Raum mehr war. Alle meine Liebe ging ja für dieses Kind drauf, für dieses Baby drauf. Und erst dann nach der Geburt von Svea, als ich dann auch so meinen Einbruch hatte, über den ich ja schon oft gesprochen habe und ich dann mit Meditieren angefangen habe, bin ich auch erstmal auf das Thema Selbstliebe gestoßen. Was ist eigentlich Selbstliebe? Und habe dann angefangen zu reflektieren, wie ich mich einfach mal so gar nicht liebe und annehme, sondern ja, mir halt einfach auch was vorgemacht habe. Ne? Wenn du dich nicht damit beschäftigst oder dir das auch so schön reden willst, nee, ich finde mich doch toll und ich liebe mich doch selbst, nee, ist alles gut, hat damit überhaupt nichts zu tun. Habe ich auch ganz, ganz oft auf Instagram, wenn Leute so schreiben, also ihre Posts, die schreien förmlich vor, ich liebe und akzeptiere mich überhaupt nicht. Und wenn man dann mal so in den Kommentaren schreibt, naja, vielleicht ist Selbstliebe so ein Thema für dich, nein, nein, überhaupt nicht. Aber gut, wenn man es halt nicht selbst aus sich heraus erkennt, ne? Und durch die Meditation bin ich dann zu Selbstliebe gekommen und habe dann sehr, 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 sehr viele Selbstliebe-Meditationen einfach auch gemacht und mich selber halt einfach auch kennengelernt und auch meine Schattenseiten, nenne ich es einfach mal, gelernt anzunehmen.
Und dann bin ich Single geworden. Und das macht natürlich was mit einem. Zum Glück kann ich sagen, war ich so gestärkt in mir selbst, dass ich es nicht persönlich genommen habe oder nicht gesehen habe, okay, aufgrund dieser jener Schwächen ist das jetzt auseinandergegangen. Natürlich hat das was damit zu tun, aber ich bin nicht in so ein Loch gefallen und hatte dann kein Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen mehr. Eigentlich ganz im Gegenteil, weil ich nach der Trennung sehr, 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 sehr viel reflektiert habe, sehr, sehr viel erkannt habe, auch was mein inneres Kind anbelangt, was das innere Kind von anderen Menschen anbelangt. Das hat mir sehr geholfen. Und in diesen reichlichen anderthalb Jahren habe ich in meiner Selbstliebe tatsächlich nochmal einen extremen Sprung gemacht. Also obwohl ich Single geworden bin und Single ja auch irgendwo geblieben bin, hat das meiner Selbstliebe keinen Abbruch getan, wie man vielleicht eigentlich vermuten würde, sondern ganz im Gegenteil. Weil ich nämlich in diesen reichlichen anderthalb Jahren so viel Zeit auch mit mir selbst hatte, hat mir das tatsächlich eher geholfen. Ich habe für mich erkannt, was brauche ich. Also ich habe für mich viel, viel besser gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen, was auch ein wichtiger Punkt beim Thema Selbstliebe ist. Habe mich auch sehr mit meinem Körper auseinandergesetzt, habe mich in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit meiner Gesundheit auseinandersetzen müssen. Da hat sich auch nochmal ein großer Sprung getan, denn Selbstliebe hat auch irgendwas mit der Priorität deiner Gesundheit zu tun. Und meine Gesundheit war bei mir niedrigste Priorität. Das war noch ein Problem so in meiner Selbstliebe. Und da hat sich einfach auch vieles für mich verbessert. Natürlich halt auch durch die Dinge, die ich tue, ne? durch Journaling, durch Dankbarkeit, durch Fülle-Meditation, Meditation im Allgemeinen, durch das Nutzen von ätherischen Ölen, weil sowas wie Passion zum Beispiel, Whisper ist da auch sehr geil für die Selbstliebe. Das sind einfach so Öle, die das automatisch mit stärken, wenn man die mit benutzt. Und diese Zeit hat mir nochmal sehr geholfen, um nochmal einen richtig großen Sprung tatsächlich in meiner Selbstliebe zu tun, weil ich so viel Zeit mit mir selbst habe, weil ich in diesen anderthalb Jahren so viel über mich selbst gelernt und reflektiert habe, dass ich da auch viel mehr Dinge annehmen kann, viel besser jetzt auch dirigieren kann. Ich habe für mich aber auch gemerkt, dass immer noch so diese alten Muster, die in mir sind, was so mit meinem inneren Kind zu tun hat, bei Männern immer wieder stark auftreten. Und dass das für mich einfach noch ein Thema ist, wo ich dran arbeiten muss. Also, dass ich für mich erkennen muss, dass ich gut genug bin für gute Männer. Also, dass ich mir nicht die Arschlöcher an Land ziehen muss. Aber auch, dass ich nicht immer anderen helfen muss. Also, das ist auch noch so ein großer Punkt, dass ich an mir arbeiten muss, dass es auch okay ist, nicht ständig anderen helfen zu müssen. Also nicht ständig Männer anzuziehen, denen man helfen muss. natürlich ist eine Partnerschaft ein Geben und ein Nehmen und ein Miteinander. Aber da ist halt der wichtige Punkt, ein Geben und ein Nehmen miteinander und nicht nur, dass einer gibt und hilft und tut und sich den Arsch abrackert oder an der Beziehung arbeitet, ne, und Zeit und Gefühle investiert und beim anderen ist so, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Also Selbstliebe ist auch immer noch ein Prozess. Also so riesen Fortschritte ich in den anderthalb Jahren gemacht habe, so viel liegt auch einfach noch vor mir. Aber das ist auch okay und ich freue mich auch drauf, weil es auch sowas, sich selbst kennenlernen, ist was unglaublich Spannendes. Oder sich überhaupt mal dafür zu öffnen, zu gucken, wer bin ich denn? Wie bin ich so geworden? Wo möchte ich mal hin? Welcher Mensch würde ich gerne sein und wie komme ich dahin? Das ist eine wunderbar schöne Reise, die man hoch priorisieren sollte. Also Selbstliebe hat, glaube ich, vor allen Dingen bei uns Mamas eine sehr niedrige Priorität, weil wir uns selbst eine sehr niedrige Priorität meistens einräumen. Und das muss sich ändern. Wirklich, wirklich, wirklich. Das finde ich super wichtig. Und ich plädiere ja dafür, dass man sich selbst auch als Mama als erste Priorität setzen soll. Weil nur wenn ich mich selber gut um mich kümmere, mich selbst liebe, kann ich das meinen Kindern vorleben und kann meinen Kindern eine viel, viel bessere Mutter sein. Auch wenn das im ersten Moment für einige vielleicht egoistisch klingt, aber so ist Selbstliebe
Überhaupt gar nicht. Selbstliebe ist alles andere als egoistisch. Weil eben, wenn ich mich selbst liebe, kann ich viel mehr Liebe nach außen geben, kann ich viel mehr Liebe für mich selbst anderen vorleben. Und ich habe auch eine ganz, ganz andere Ausstrahlung, wenn ich mich selbst liebe und wenn ich mich selbst annehme. Und das habt ihr mir selber schon gesagt. Videos von früher, wo ich selbst ja nicht erkannt habe, dass es mir schlecht ging. Selbst, also wenn ich die jetzt auch heute gucke, sehe ich, wie schlecht es mir ging. Und heute habe ich ja eine ganz, ganz andere Ausstrahlung, habe auch eine ganz andere Art, wenn man für sowas offen ist und sowas sehen kann. Und das ist doch jeder, was jeder von uns will, einfach freier, glücklicher mit sich selbst einfach leben können, das dann auch nach außen zeigen können. Und ja, Selbstliebe ist wie gesagt ein Prozess, der auch nie aufhört und das ist auch gut so. Und manchmal ist es auch ein Scheißprozess, gerade wenn man so guckt, was sind meine Schattenanteile und dann so denkt, ach du Scheiße. Aber das gehört alles zu uns, das macht uns als Menschen einfach aus. Und wenn du dich gerne mit dem Thema Selbstliebe ein bisschen mehr auseinandersetzen möchtest, dann schau gerne mal, ich habe so eine Selbstliebe-Meditation auch auf dem Kanal, die kann ich mal verlinken. Und es gibt auch einen Audiokurs, die Kraft der Selbstliebe, den ich aufgenommen habe. Und meine Audiokurse, die sind ja immer für Selbstlerner. Heißt, du kannst selbst für dich entscheiden, wie lange du damit arbeiten möchtest. Ob eine Woche, zwei Wochen, drei Monate. Ob du dir jeden Tag Zeit nimmst, dir eine Audiodatei anzuhören und die Übung zu machen, die Meditation zu machen, dir den Input anzuhören. Oder ob du dir nur einmal die Woche Zeit dafür nimmst. Das ist halt das Tolle an den Audiokursen, weil ich bin selber Mama, ich weiß, wie das ist. Ihr könnt halt selbst entscheiden, wie wollt ihr damit arbeiten. Aber es ist, diese Audiokurse sind immer so ein erster Schritt in diese Themen rein, um mal zu gucken, wo stehe ich, wie verändern mich diese Audiokurse und wie will ich danach weitermachen. Den verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr vielleicht selbst Single seid, Single Mama seid, ob das was Positives oder was Negatives für eure Selbstliebe war und wie ihr euch selbst gerade seht in eurem Selbstliebe-Level. Wenn man jetzt mal so von 1 bis 10 geht, würde ich sagen, ich bin bei einer guten 7. Schreibt mir gerne mal eure Zahlen. Wo seht ihr euch beim Thema Selbstliebe zwischen 1 und 10? Wenn 10 so ist, ich kenne alle meine dunkelsten Ecken und habe die für mich angenommen und ich liebe mich voll und ganz. Und 1 ist, ich verabscheue mich, ich kann mich im Spiegel nicht selber ansehen, ich hasse mich. Dann schreibt mir doch mal, wo ihr so dazwischen liegt. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!